Warum wollen die Briten eine Extrawurst braten? Das ist aber eine komplizierte Frage. Sie würden mir gar nicht fehlen. Gar nicht fehlen? Warum nicht? Die einfachste Antwort, ne? Nee, also erstmal habe ich mit den Briten nicht allzu viel am Hut. Was sie für die EU bedeuten, ist momentan auch für mich nicht klar. Es ist super cool, dass man halt innerhalb von einer Stunde so einfach nach London fliegen kann und sich halt keine Gedanken mehr machen muss, weil genau, also die Briten halt in Europa sind. Und deswegen finde ich, wäre es halt super schade, wenn die austreten. Ja, die würden mir fehlen. Und was würde Ihnen so fehlen? Dass sie sich in der EU genauso einbringen oder am besten noch besser als bisher, damit wir alle Krisen gemeinsam meistern. Aber momentan hat ja die EU sowieso ein paar Brennpunkte um sich herum durch diese ganze Flüchtlingsgeschichte, die Uneinigkeit innerhalb der EU. Wenn jetzt noch die Briten dazukommen, wer weiß, was draus wird. Abwarten. Ich glaube nicht, nein. Nein. Warum würden die Ihnen nicht fehlen? Weil die ja jetzt schon die ganzen Vorteile haben und ja. Also das heißt, die können ruhig raus? Die können ruhig raus, ja. Also ich finde, wir sind sowieso heutzutage auf so einem Trip, dass jeder sein eigenes Brötchen backt und dieses gemeinschaftliche Europa ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Und das ist ein Schritt davon, dass es noch weniger wird. Warum wollen die Briten eine Extrawurst braten? Nein. Und warum nicht? Weil sie nicht wollen in der EU sein. Und jeder Volk hat eine Entscheidung. Und sie haben da Demokratie und wenn sie sagen nein, dann müssen wir das akzeptieren. Jedes Land hat irgendwelche Vorteile für die EU und genauso die EU für das Land, das drin ist. Deswegen finde ich es schon, dass es sehr schade wäre und auf jeden Fall ein Nachteil. Die Briten sind eins der bevölkerungsreichsten Länder Europas, von da gehören sie einfach zu Europa dazu, auch wenn ein bisschen Wasser dazwischen ist. Und wenn die das gar nicht wollen? Wenn die das nicht wollen, kann man sie nicht zwingen. Ne? Also sie müssen schon zu EU dazugehören wollen, sonst macht das Ganze von der EU-Idee her keinen Sinn. Aber was würde Ihnen denn sonst noch an den Briten fehlen? Also mir persönlich würde den Briten nichts fehlen, wenn ich ganz ehrlich bin. Beim Fußball würden sie erhalten bleiben und ansonsten fehlen sie mir nicht.